Ich denke mal für die Zuschauer eine ganz wichtige Frage. Wie geht es Marcel Bassotti? Ja, mir geht es eigentlich recht gut. Also ich kann mich nicht beklagen. Ich bin gesund. Ich gehe täglich an See spazieren. Und ja, ich sage immer, solange man komponiert und solange man eine Aufgabe hat und was zu tun hat, geht es einem gut. Also mir geht es gut. Wunderbar. Und ja, kommen wir jetzt mal zu dem Album. Wie kamst du denn auf die Idee, das Konzeptalbum oder ein Konzeptalbum zu machen? Ja, das ist ein bisschen komplex, diese Frage, weil also zunächst hatte ich das gar nicht vor. Also letztendlich, wie Corona losgegangen ist, war es so, dass es einige Produktionen bei mir gab, die sich verschoben hatten. Und manche wurden auch abgesagt, weil es einfach keine Drehtermine gab oder keine Möglichkeiten dazu. Und ich habe immer im Hinterkopf so ein paar Sachen, wo ich immer sage, wenn ich mal richtig Zeit habe, dann könnte ich die verwirklichen. Und ich wollte eigentlich immer mal nur einen Western-Take schreiben, weil ich meine, wir wissen selber hier in Deutschland, Western-Filme sind sehr rar oder so gut wie gar nicht. Und alles spielt sich in Amerika ab oder in England oder in Australien. Und dann hatte ich eine Westernmusik geschrieben. Und das hatte mir so gut gefallen, dass ich dachte, schreib doch gleich einen nächsten Take in eine andere Richtung. Und so beim dritten, vierten Take kam so die Idee, warum machst du nicht ein Konzeptalbum, also ein Album, das sich um ein Thema dreht, und zwar um Amerika oder um Amerikaner. Und ja, und so entstand dann langsam Stück für Stück ein Werk nach dem anderen. Und ich hatte auch gar nicht vor, das eigentlich zu veröffentlichen. Dann hatte ich das aber ein paar Freunden und Kollegen vorgespielt und die sagten irgendwie, wow, das ist ja richtig gut und dass du auch sowas schreiben kannst oder sowas komponierst. Und dann kam einfach die Idee, das Album zu veröffentlichen. Wow. Ja. Mich wundert gerade die Tatsache, dass jemand zweifeln könnte, dass du sowas komponieren könntest. Also, wer dich kennt, der weiß eigentlich auch, dass du das machen kannst. Ja, absolut, Olli, du hast absolut recht. Und aber die Situation ist immer so, man wird immer daran gemessen, was es an Filmen und an Soundtracks gibt. Und wenn man jetzt zum Beispiel meine deutschen Filme oder auch meine internationalen Filme wie Päpstin anguckt, bei Päpstin, das ist ja eher fast ein klassischer Score, also gar nichts so in Richtung Hans Zimmer oder so American Feeling. Und ja, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Also bei Schatz der weißen Falken und bei Jesus liebt mich ein wenig und bei Rennstein Rudi Rüssel gab es, sagen wir mal, angehauchte amerikanisierte Musiken, aber nicht so in dem Stil wie jetzt auf Amerikaner. Also was ich machen wollte, ist sozusagen, ich wollte wirklich, wie man so schön sagt, auf die 12 komponieren. Also dass man sozusagen wirklich Musiken schreibt, wie man sie aus großen amerikanischen Filmen kennt. Und ich wusste immer, dass ich das, ich gehe mal davon aus, dass ich das konnte oder dass ich das kann. Aber das war ein Versuch. Also das war einfach so sozusagen aus dem Herzen rausgeschrieben, alle Musiken. Und das war ja genau das Konzept. Und deswegen bin ich auch so glücklich gewesen in der Zeit, weil ich Musiken geschrieben habe, ohne dass es irgendwie einen Druck gab seitens Regisseure oder Produzenten, noch eine Korrektur, noch eine Korrektur. Wir kennen das aus der Filmszene. Deswegen habe ich das auch alles vom Herzen geschrieben und ich hatte Zeit, das zu entwickeln. Manche Stücke haben auch so ein bisschen so einen Anklang wie Suiten, die also dann sozusagen richtig konzertantes Ende haben, wie man sozusagen auch in der New Classic oder in der klassischen Musik schreibt. Im Hintergrund war auch ein bisschen, das vielleicht mal konzertant aufzuführen. Ja, und deswegen, ja, ob was mir zu oder nicht, ich habe es einfach wahnsinnig gerne komponiert. Das merkt man auch, das merkt man auch. Also man merkt wirklich, dass da Herz mit dabei war. Also Ja. total. Genau. Danke, danke, Ja, super. das muss man auch anerkennen. Ich finde Musik eigentlich am besten, wenn man merkt, dass der Komponist halt mit dem ganzen Herzen dabei ist. Also das ist genau bei dir der Fall. Und das, ja, das muss man auch einmal anerkennen. Dankeschön, Dankeschön. Und ich kann mir das auch gut als Konzert vorstellen, sogar im Hintergrund dann irgendwie schöne, weite Landschaften Amerikas oder vielleicht Western-Szenen oder irgendwas aus Red Dead Redemption. Also ja, so quasi beim Hören dachte ich so, das könnte ich eigentlich auch beim Zocken hören. Ja. Das war auch so ein bisschen Grund. Also ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ihr kennt das selber bei Soundtracks, dass man manchmal ganz fasziniert ist vom Film und deren Musik und dann kommt der Soundtrack auf den Markt und dann sind da lauter so Schnipsel oder keine gemachten oder komponierten Suiten oder es hat keinen
also keine richtige, einen richtigen roten Faden durch den Soundtrack. Und hier war es einfach so, ich wollte wirklich 12 fertige Kompositionen schreiben. 12 war jetzt Zufall, hätte auch weniger oder mehr sein können. Und wie du gerade ansprichst, das hat sich dann so entwickelt, dass es zu jedem Stück ein Thema gab. Also auch ich hatte sofort die Assoziation, irgendwie so mal über die Rocky Mountains fliegen oder wie fühlt man sich als American Eagle sozusagen von oben betrachtet Amerika. Aber es gibt auch so heikle Themen wie zum Beispiel die Musik zu Redemption Blues oder so. Das sind dann schon andere Thematiken, die mich beschäftigt hatten. Und jetzt quasi beginnt ja quasi auch mit diesem herrlichen Western-Track Deep Wild West. Also man hört ja auch wirklich deutlich heraus, dass du ein Fan von Western-Scores bist. Ja, toll. Genau, also Total. welche Musiken haben dich dann zu diesem Track inspiriert? Das ist das Lustige. Keine einzige. Also für den gesamten Verlauf des Komponierens habe ich mir überhaupt nichts angehört. Ich dachte einfach, was passiert in so einer Zeit wie Corona, wo sich die Welt langsamer dreht, wo man sich ständig auch mit dieser Thematik beschäftigt, wo vieles nicht mehr möglich ist. Ich habe versucht, einfach mal reinzuhören und ich hatte nicht eine einzige Musik jemals gehört. Ich habe natürlich schon früher viel Musiken gehört und habe natürlich auch manches im Kopf, wie zum Beispiel, zum Beispiel Kings of Glory ein wenig an, zum Beispiel an Game of Thrones erinnert oder sowas. Das schon, aber ich habe mich von nichts inspirieren lassen, außer so von meinem eigenen musikalischen Leben. Wow. Aber trotzdem muss die Frage erlaubt sein, was ist dein Lieblings-Western-Score? Puh. Die glorreichen Sieben, das war so einer meiner ersten, die ich gehört hatte. Natürlich spielt mir das Lied vom Tod, weil ich, ja, das ist natürlich eine andere Art von Western, also nicht der amerikanische Western. Das war ja dieser Italo-Western und das war ja auch eigentlich sehr kommerziell, so auch mit der Mundharmonika. Aber ich glaube, die glorreichen Sieben, das war so einer, der mir im Kopf schnell geblieben ist als Jugendlicher. Ein Track, den ich sehr gerne mag, ist American History. Das ist ein sehr erhabener Track mit einem wirklich wunderschönen Thema. Was sind da deine Gedanken hinter diesem Stück? Ja, es ist interessant, dass du es ansprichst, weil es gibt gerade so einige, die American History sehr gern mögen und ich mir dann auch gedacht habe im ersten Moment, warum habe ich das dann nicht als Single veröffentlicht? Aber man muss sich ja immer irgendwann entscheiden. Das ist immer eine schwierige Gratwanderung. Die einen lieben das, die anderen lieben das. Bei American History, das war bereits in der Reihenfolge der zweite Titel, den ich geschrieben habe. Also die Titel sind jetzt nicht der Reihenfolge nach, wie ich sie geschrieben habe, aber der ist in der Tat der zweite. Der Hintergrund war eigentlich ganz was anderes, fast was Banales. Nachdem ich Deep Wild West geschrieben habe, dachte ich, ich muss jetzt mal was Ruhiges schreiben erst, um wieder runterzukommen, um dann wieder sozusagen Energie zu haben, um wieder einen nächsten schnellen Titel zu schreiben. Und da hatte ich bei American History so das Gefühl, ja, wie muss sich das anfühlen, wenn man sozusagen diese Weite von Amerika musikalisch darstellt? Also diese Prärielandschaften, diese Waldlandschaften, diese unglaublichen großen Seenlandschaften Amerika, auch im Winter, also auch die vier Jahreszeiten in Amerika sind ja sehr extrem, so vom Süden in den Norden. Und deswegen hatte ich bei American History immer dieses Gefühl, ich möchte so einen elegischen Streicherklang haben, der halt dann letztendlich, wie auch in der amerikanischen Musik oft ist, von Hörnern begleitet ist. Wow. Ja, ich würde sagen, gelungen, ja. Genau, ich war Okay. vorhin mal so ein bisschen in der Stadt unterwegs und hatten dann quasi irgendwie das Album quasi dann dabei. Eigentlich theoretisch rausgeschaut, irgendwie ein bisschen Dresden regnerisch, aber irgendwie so im Kopf dann so, okay, toll, weite amerikanische Landschaften und ja. Okay, ja, kann ich mir gut vorstellen. Also war eine richtig schöne Straßenbahnfahrt sozusagen. Freut mich sehr. Aber irgendwie so ein bisschen in American History ist so ein bisschen ein Thema oder Melodie drin, was mich so ein bisschen an Hook erinnert. Okay, Ja, dieses interessant. Also. Ja, ich verstehe. Ja, ich hab die Musik jetzt in dem Moment, wo du sagst, im Kopf. Das Lustige ist, ich glaube, Hooks habe ich das letzte Mal vor vielen Jahren gehört, weil
dieser Soundtrack ich immer nutze zum Einmessen eines Raumes oder zum Einmessen von neuen Lautsprechern. Mhm. Es ist für mich so eine Referenz-CD, weil ja der erste Teil ist ja mit Orchester und der zweite Teil auf dem Album ist ja eine Jazz-Komposition mit nur ein paar Instrumenten. Und klanglich ist das unglaublich schön. Und wie ich das neue Studio hier gebaut habe vor... ist jetzt auch schon wieder 2,5 Jahre her, hatte ich Hook gehört. Aber wie gesagt, bin ich nicht auf die Idee gekommen, aber es ist ja immer so, irgendwann schreibt man irgendetwas und irgendwie hat es in irgendeiner Form wahrscheinlich schon gegeben. Mhm. Absolut, keine Kritik. Nö. Das ist einfach nur ein schönes Déjà-vu-Erlebnis. Finde ich auch. Ich habe auch erstmal lange überlegt, woher kenne ich jetzt diese Melodie? Und Ornn hat dann gesagt, ja, das ist Hook. Weil ich kenne es irgendwie auch aus dem Dune-TTV-Film von 2000 herum, wo quasi Graham Revell auch diese Melodie quasi als Haupttür verwendet hat. Und okay, so, ja, die TV-Version kenne ich nicht, aber die Kino-Version kenne ich von Toto oder jetzt die von Hans Zimmer. Okay, ja, ist interessant. Also, da sind wir alle in guten Händen. Auf jeden Fall. Und quasi vom Maestro, also quasi sich inspirieren lassen, ist ja quasi auch nie verkehrt. Ist nie verkehrt, absolut. Mhm. Ja, beim Rocky Mountains High kam mir die Frage in den Sinn, ob du auch schon mal in den Rocky Mountains warst, weil irgendwie, ja, wenn man den Track hört, dann fühlt man sich in Gedanken eben halt eben an diesem Ort. Nein, ich war selber noch nicht. Mhm. Und natürlich bin ich ein großer Fan von amerikanischen Dokumentationen. Ich war schon in Kalifornien und als Highway Number One, Los Angeles, San Francisco, San Diego, Santa Barbara, also habe schon ein paar Sachen gesehen in Amerika, aber ich war nicht dort und ich dachte mir einfach, ich stelle mir das alles visuell vor. Mhm. Also wie fühlt sich Musik an in Amerika, wie fühlt sich ein Soundtrack oder ein Album hier in diesem Fall an, der amerikanisch klingt, der amerikanisiert wirkt. Und das war einfach so eine Assoziation. Man hätte auch den Titel anders benennen können und das wäre mit Sicherheit mit anderen Titeln auch richtig gewesen. Aber die Rocky Mountains kamen mir als erstes in den Sinn. Mhm. Ja, passt auf jeden Fall. Und wie gesagt, ja, Kopfkino ist dann direkt irgendwie angesprungen. Okay. Mhm. Und bei Ghost of My Land, also quasi der wirkt ja über weite Strecken ziemlich traurig, finde ich. Und da gibt es auch diesen Chor im Hintergrund, der auch dieser Stimmung so eine besondere Tiefe gibt. Also war das für dich der Grund, den Chor so einzusetzen, um eben noch mehr Tiefe zu geben? Absolut. Also du hast beides auf den Punkt gebracht, also der Chor mit dieser Tiefe und diese Traurigkeit. Auch ich habe das so empfunden. Wie auch Redemption Blues gibt es eben ein paar nachdenkliche Titel auf Americana, weil wir alle wissen, Amerika ist auch ein sehr komplexes Land mit großen Problemen und mit großen Schwierigkeiten. Und dazu gehören halt auch die Themen Rassendiskriminierung, the black people, the white people, das demokratische System und so weiter. Und deswegen dachte ich auch einfach, so Ghost of My Land ist auch so ein bisschen die Geister meines Landes, also auch ein bisschen die Probleme, die es innerhalb von Amerika gibt, auch zwischen den verschiedenen Countries, zwischen Süden und Norden. Und deswegen hat es auch so ein bisschen was nachdenklich Trauriges, um sich einfach mal ein bisschen vor Augen zu führen. Dieses Land ist nicht nur Kalifornien mit der Weite und die NASA und Space Shuttle, sondern das Land hat halt auch wirklich heftige Problematiken und das sollte auch ein bisschen Ghost of the Land spiegeln. Mhm. Ja, was ich auch so ein bisschen im Kopf hatte, irgendwie dann, keine Ahnung, so ein Ureinwohner, der dann irgendwie so ein bisschen nachdenklich sozusagen irgendwie über das Land blickt, über die ganzen Siedlungen, siehst du quasi, okay, was wird hier quasi gerade aus meinem Land? Absolut. Und ich bin ein großer Fan von John Steinbeck, also von dem Autor, der ja ganz viel über Amerika geschrieben hat. Also wir kennen ja zum Beispiel Straße der Ölsardinen und auch einige Filme, die verfilmt worden sind von seinen Romanen. Und der hat halt sehr viel geschrieben über die Entstehung Amerikas, wie sozusagen die ganzen Siedler kamen und sozusagen dann nach Kalifornien eingewandert sind und die ersten Besiedlungen, sozusagen die Nutzung der Natur und das Anpflanzen.
Das ist auch alles so ein bisschen Ghost of the Land. Also, dass man sozusagen ein bisschen auch, der Ghost ist für mich auch so ein bisschen die Vorfahren der Amerikaner. Und wenn man es nochmal weiter zurückverfolgt, dann wären wir ja sozusagen schon bei den Native Americans, bei den Ureinwohnern Amerikas. Ich bin gerade tief beeindruckt. Ja, keine Ahnung. Das ist einfach wunderbar, wunderbar. Das ist schön. Ja, jetzt kommen wir zu etwas Banalen. Kings of Chlorine. Jetzt nicht, dass der Track banal ist. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber du hast ja vorhin schon gesagt gehabt, dass der Track wirkt ein bisschen so, als ob Ramin Djawadi bei dir zum Essen vorbeigeschaut hat und dann mit dir ein bisschen über die Musik gesprochen. Ja, aber was sind deine Gedanken hinter diesem Stück? Also Kings of Glory ist ganz speziell, weil das Erste, was mich Leute gefragt haben, wie die zweite Single auf dem Markt gab, in Amerika gibt es auch gar keine Könige. Absolut berechtigt. Und ich habe das von vorher schon gewusst. Ich habe das schon vorher schon gewusst. Meine Intention war, und natürlich kann man das aus einem Soundtrack und auch aus einem Album, es gibt ja auch jetzt zum Beispiel keinen physischen Tonträger, dass man im Booklet nachlesen könnte, was das für eine Bedeutung hat. Mir ging es eben darum, dass also sozusagen die Eroberung Amerikas durch die Spanier letztendlich, also durch Kolumbus und letztendlich auch durch die Engländer, die dann letztendlich den ganzen nordamerikanischen Raum besiedelt haben. Ich habe mich auch eine Zeit lang mit amerikanischer Literatur beschäftigt, also war da auch immer, war ein Faible für mich. Und deswegen ging es mir eben Kings sozusagen die englische Krone und die spanische Krone. Es gab ja da auch regelrechte Kriege zwischen den beiden, um Besiedlungen von verschiedenen Ländern und alles Mögliche. Was man dabei ganz vergessen hatte, dass letztendlich Amerika ja eine Zivilisation hatte, aber für diese beiden Königreiche waren das letztendlich nur Ausbeutung und Sklaven. Was letztendlich dann später die Amerikaner selber wieder, ich sage ja immer, der Amerikaner ist ja eigentlich gar kein Amerikaner, sondern ist ja ein Einwanderer, die meistens kamen aus England, letztendlich dann das Gleiche wieder gemacht hat mit der schwarzen Bevölkerung. Also eigentlich eine Grausamtat nach der anderen. Müsste man fast sagen. Und deswegen war für mich Kings of Glory musikalisch ebenso ein Take der Eroberung. Also sozusagen so eine Musik, die nach vorne schreitet, die durch Trommeln, also ich habe, wenn ich mir das so vorstelle, wie das damals war mit diesen riesigen Schiffen und die sind da angekommen und dann kamen ja auch Musiker wirklich raus, die dann getrommelt haben, dass sozusagen die Armee nach vorne schreitet. Eigentlich alles traurig, wenn man es so bedenkt, aber wenn wir uns heute internationale Filme angucken, wie Braveheart oder sowas und sind fasziniert, dann sind wir fasziniert von dem Film. Wir wollen aber alle persönlich nicht auf dem Schlachtfeld sein. Und deswegen dachte ich, ich bin nicht auf dem Schlachtfeld, sondern ich erzähle hier nur Geschichten musikalisch. Und deswegen sollte eben bei Kings of Glory sollte es eben darum gehen, sozusagen die Geschichte Amerikas durch die spanische Krone und durch die englische Krone zu erzählen. Und deswegen auch dieses Temporeiche, das etwas Archaische, dann der Einsatz mit dem Chor. Wir denken ja immer noch an die legendäre Verfilmung mit Gérard Depardieu. Da hat ja die Musik von Vangelis auch was Archaisches. War auch so ein bisschen so eine Assoziation. Auch da gibt es ja so einen Eingangsmarsch. Ja, deswegen ist für mich so Kings of Glory einer der ganz wichtigen Titel gewesen auf diesem Album. Ja, wie gesagt, das ist halt irgendwie echt eine Mischung irgendwie aus Djawadi und dir. Das ist, Ja, wenn man es so nennen will, ja, auch da ist es lustig. Ich habe auch da nichts angehört, aber natürlich, klar, als Komponist habe ich natürlich ein Thema wie Game of Thrones oder welches oder auch Vangelis, das habe ich natürlich im Kopf und das kann man natürlich nachsingen oder nachspielen auf dem Klavier. Aber es war keine Assoziation von Game of Thrones, sondern wenn eher sozusagen von den alten 50er und 60er Jahre Eroberungsfilme aus Hollywood. Wow. Aber ja, trotzdem halt, wie gesagt, lustige, ja, lustiger Zufall sozusagen. Genau. Ja, absolut. Also jetzt nicht so von wegen, oh mein Gott, er kopiert da quasi Giovanni, sondern wirklich, als hätte, wäre kurz vorbeigekommen und ihr hättet euch mal kurz über Stile ausgetauscht. Also, ja. Ja, genau. Wobei man auch sagen muss, sein Thema ist ja dann doch, wenn man es jetzt also rein kompositorisch analysiert,
ist es komplett anders. Von der Melodie, von der Aufführung, vom Takt, alles Mögliche, aber die Assoziation ist immer da, ganz klar. Ja. Also das ist ein sehr, sehr schöner Track, finde ich eben auch. Ja, ist auch so ein Track, der, also habe ja auch immer wieder Kollegen und Freunden, bevor ich veröffentlicht habe, hier vorgespielt und war immer ein Take, wo die Leute sagen, ja, also das ist so, was ich mag. Und deswegen war es für mich auch wichtig, den gleich nach Deep Wild West zu veröffentlichen, ja. Als Single, genau. Wow. Ja, kommen wir mal zum Green Mountain Home. Einer der langsamen Tracks auf dem Album. Hast du geschrieben, dass der einen langen Weg beschreibt, wo Amerika zu Amerika wurde sozusagen. Also ich vermute mal, dass der durch das langsame Tempo wurde so zeigen, wie schwer dieser Weg ist, bei dem man eben nur sehr schwer vorankommt. Ja, also ich habe ja vorher schon ein bisschen in Ghost of the Land verraten, aber Ghost of the Land geht für mich sozusagen viele Jahrhunderte zurück, also so die Erstentstehung. Bei Green Mountain Home ist es einfach so, das ist für mich so ein bisschen der Symbol des amerikanischen Stolzes. Wir sind ja immer ein bisschen, also wie Europäer oder ich empfinde das so, wir sind immer so ein bisschen im Twist mit diesem amerikanischen Nationalismus. Mhm. Die Fahne wird getragen, die Fahne ist zu Hause vor deinem Haus, alles ist amerikanisch, wo du siehst, siehst du die amerikanische Flagge. Und ja, das hat natürlich auch einfach mit der geschichtlichen Entwicklung von Amerika zu tun. Und Green deswegen, weil da kommt jetzt für mich diese Assoziation von John Steinbeck, wie er sozusagen schildert, wie sozusagen Kalifornien besiedelt worden ist. Also das eigentlich trockene Land. Also die ersten Siedler waren eigentlich ganz perplex, dass sie trockenes Land gefunden haben, gesagt, ja, was sollen wir denn hier anbauen? Mhm. Und das war ein irrsinnig langer Weg letztendlich bis heute, dass sozusagen alles fruchtbar geworden ist in diesen Besiedlungsländern. Und deswegen kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn heute Amerikaner die Geschichten von ihren Großeltern oder Ururgroßeltern hören, wahrscheinlich wie dann die Eltern sagen, ja, du, dein Ururgroßvater, der hatte noch ganz harte Arbeit, der hat noch auf dem trockenen Feld gearbeitet und alles, was du hier jetzt vorfindest, das ist Dank an unsere Vorfahren. Und deswegen kam auch dieses Green Mountain Home, das kam deswegen so zustande, dass man einfach stolz auf das Land ist, das die Vorfahren so erfolgreich besiedelt haben. Und deswegen hatte ich auch so diese Weite, diese Breite, das langsame Thema, das sollte etwas Ruhiges für mich sein, musikalisch und nichts Temporeiches. Also bei Amerikaner merkt man auf jeden Fall auch schon den Geist von John Williams in der Musik. Es ist der Track, der bei dem das Wort Aufbruchsstimmung am meisten Bedeutung findet. So nach dem Motto, sattel die Pferde, pack die Wegen und let's go. Also dieser Name ist tatsächlich irgendwie Programm, habe ich so das Gefühl. Auf den Punkt. Genau das ist Amerikaner. Und das war auch immer, das war für mich immer klar, es wird einen Titel auf dem Album geben, der auch wie das Album heißt. Und das war für mich die schwierigste Herausforderung. Gerade Amerikaner war für mich sehr komplex, weil ich dachte irgendwie, das muss etwas sein, was die Themen miteinander verbindet. Auch, das werdet ihr auch im Video sehen, das am kommenden Montag ja auch startet. Und im Amerikaner-Video sieht man auch diese ganze Dimension. Und das war für mich ganz wichtig. Ich habe jetzt gar nicht so sehr an John Williams gedacht, aber John Williams ist halt einfach, man kann schon sagen, ein Filmkomponisten, Veteran Amerikas. Also ich meine, das kann man ja gar nicht in Worte fassen, was der alles geschrieben hat und was der alles geleistet hat. Und er hat natürlich wahnsinnig viele Filme geschrieben. Da geht es über den amerikanischen Stolz von A bis Z, alles verbaut, musikalisch, was man verbauen kann, pathetisch bis zum Abwinken und trotzdem in höchster Qualität komponiert. Und deswegen war für mich Amerikaner musikalisch eine Aufbruchsstimmung, das gesamte Paket Amerikas zu erzählen. Aber, jetzt kommt ein Aber, ein bisschen kommt da auch noch was anderes ins Spiel, und zwar mein damaliges Musikstudium am Richard-Strauss-Konservatorium.
Wie ich angefangen hatte, Musik zu studieren, hatte ich ja noch Filmmusik noch überhaupt nicht im Kopf. Und ich hatte mich eigentlich im Endeffekt mit der ganzen klassischen Musik auseinandergesetzt. Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann und so weiter. Und es gab einen Komponisten, der mich am meisten fasziniert hatte von allen, und der war George Gershwin. Und das ist ja im Endeffekt, wenn wir jetzt mal die ersten großen Filmkomponisten alle weglassen, war er für mich ja der Wegbereiter, einer der großen Wegbereiter der Filmmusik. Wäre er nicht so früh verstorben, hätten wir mit Sicherheit einige Soundtracks noch von ihm erlebt, die halt nie zustande gekommen sind, weil er genauso wie Mozart mit 38 verstorben ist. Und Gershwin war für mich ein unglaubliches Vorbild, weil ich selber in meiner Abschlussprüfung im Konservatorium die Rhapsody in Blue gespielt hatte. Und ich immer wusste, die Werke sind unheimlich schwierig und komplex, könnte ich heute überhaupt nicht mehr spielen, also wäre undenkbar. Und wie ich die gespielt habe damals, die Rhapsody in Blue, habe ich gesagt, er trifft Amerika auf den Top, also auf den Kopf musikalisch. Absolut. Da ist ganz Amerika vorhanden in den Musiken von Gershwin. Und deswegen ist das, wenn für mich so eine Mischung zwischen Gershwin, wenn überhaupt, Williams und Co. Also das war so ein bisschen die Assoziation. Es fängt ja ein bisschen mit diesen schnellen Streicherbewegungen an, das Stück. Das ja so fast ein bisschen klassisch auch an Ravel oder Debussy, an die romantische Musik erinnert und eben auch ein bisschen an Gershwin. Und ich wollte da so eine Brücke schaffen zwischen den großen amerikanischen klassischen Komponisten und den amerikanischen Filmkomponisten. Und deswegen ist Amerikaner für mich auf dem Album auch so, also wie im Netzwerk, die Verbindungsstelle, alles dreht sich um diesen Titel herum, also alle anderen Titel. Ja. Oh. Anne und ich haben mal Rhapsody in Blue von George Gershwin live aufgeführt gesehen. Das war auch hier in Passau. Gespielt hat da so ein Universitätsorchester und das war schon beeindruckend, wie sie das gemacht haben. Wirkte echt nicht einfach, das zu spielen, aber sie haben es ganz gut hinbekommen. Und das ist halt einfach eine Gänsehautliteratur mit nichts zu vergleichen. Ich habe mal die Biografie gelesen von Gershwin, wie er zu all diesen Werken gekommen ist, wie die entstanden sind. Und der war ja ein Genie. Also das ist dem ja rausgesprudelt im Minutentakt, diese Kompositionen. Also für mich unvorstellbar, wie man sowas schreiben kann. Auch die Orchestrationen. Er hat ja sehr viel orchestrieren lassen, aber am Ende hat er gesagt, nein, ich mache das alles selber. Und ja, das hat mich auch fasziniert. Es ist ja immer so, wenn man komponiert, ist man zum einen ja Komponist, aber man orchestriert ja währenddessen. Also gibt jetzt auch welche, die nur ein Cue-Sheet machen. Es gibt einige Komponisten und dann lassen sie es orchestrieren. Aber für mich war das immer ein No-Go. Gesagt, wenn ich nicht orchestrieren kann, bin ich auch kein Filmkomponist. Das war ja Ehrenkodex, kann man fast sagen. Und deswegen war auch bei Amerikanern so ein bisschen die Herausforderung, so der kleinen, feinen Nuancen, wenn dann diese Rhythmen entstehen, das hattest du ja vorher, Anne, gesagt, so wie bisschen bei Williams, also ein bisschen diese Marschwerke zwischen dem Anfangsteil und dem Mittelteil. Das hat mich alles daran erinnert, ja. Ja, nach dem Track kommt er dann Redemption Blues, der ja, ich werde es schreiben, wo ja der Blues sozusagen die Sprache der Sklaven ist, wesen vermute ich das mal, und der auch ja eine schon traurige Geschichte erzählt. Erzähl uns mal da deinen Gedanken, halt die Geschichte dahinter. Redemption Blues ist einer der letzten Kompositionen, die ich geschrieben hatte, also nicht jetzt auf dem Album, weil ich hatte großen Respekt vor diesem Thema und ich dachte, also das muss irgendwie ein Stück sein, das auch musikalisch das erzählt und das darf jetzt nicht wie Kings of Glory oder die Wild West klingen, das muss eine ganz andere Sprache sein, deswegen hatte ich immer das nach hinten geschoben. Und irgendwann hat jetzt mit der Musik überhaupt nichts zu tun. Und ihr wisst wahrscheinlich besser, wie dieser Soundtrack heißt, weil ich habe ihn nicht mehr im Kopf. Es gibt einen Soundtrack von
Thomas Newman, der sehr modern, klassisch, atonal ist, geht über irgendeine Zweite Weltkrieg-Geschichte. Aber ihr wisst es wahrscheinlich jetzt auch. 1917. Das kann Ist denn es der Erste sein, ja. Weltkrieg? Das wird doch dann eher der Erste Weltkrieg. Stimmt, war der Erste Weltkrieg, ja, stimmt. Ja, vielleicht war es auch der Erste Weltkrieg, die Geschichte. Das ist so eine verzwickte Geschichte, wo er einen fast klassisch atonalen Score geschrieben hat. Und ich war völlig verwundert. Man hat fast überhaupt nichts von Thomas Newman in seiner klassischen Struktur des Komponierens erkannt. Und ich war so fasziniert, wie wandlungsfähig man als Komponist sein kann. Und deswegen dachte ich bei Redemption Blues, ich brauche auch etwas, was ein bisschen zerpflückt ist in der Musik und im Stück. Und deswegen fängt es auch erst mit bisschen diesen tonalen und leicht schrägen Akkorden an, also diese eigentlich schweren Akkorde. Für mich war das auch ein bisschen das Symbol des Schreiens der Sklaven auf den Feldern, also dieses Losschreien und dieses Leid zu erzählen. Und dann auch diese, auf der einen Seite hat für mich die Melodie etwas Schweres, aber auf der anderen Seite hat sie auch so was Gesungenes. Also ich hatte immer gedacht, es soll so klingen, wie wenn die ganzen, wenn damals die schwarzen Sklaven auf den Feldern gesungen haben, um sich eigentlich Mut anzusingen, weil sie Angst hatten, am nächsten Tag zu sterben oder umgebracht zu werden oder die Frauen vergewaltigt zu werden. Es war ja eine einzige Schande, was Amerika da gemacht hat. Aber es gibt natürlich auch viele andere Länder auf dieser Welt, die immer noch heute das Gleiche oder Ähnliches machen. Und deswegen war für mich Redemption Blues ganz wichtig, dass man eben dieses Leid erzählt der amerikanischen Sklaverei, die ja auch relativ spät geendet hat. Und deswegen ist das so, dass für mich auch das komplexeste Werk nach Amerikaner auf diesem Album, weil ich auch ein Fan bin, manchmal auch ein bisschen schräger komponieren zu dürfen. Und da ich ja Amerikaner, ich hatte ja keinen Regisseur oder Produzent, der irgendwas da mitgemischt hat, sondern ich hatte meine eigene Sprache, die ich da entwickeln wollte. Und deswegen finde ich, verträgt es auch, dass es mal einen Titel gibt, der ein bisschen eher nachdenklicher ist auf dem Album, als nur, ja, ich sag mal, melodischer Struktur. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du den Film Glory kennst. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, da gibt es kurz bevor sie zur letzten Schlacht gehen, haben sie ja so vom Lagerfeuer und erzählen so fast in bluesartiger Weise ihre Geschichte, ihre Gedanken. Genau. An das wurde ich gerade erinnert, während du gerade deine Gedanken hinter den Stücken erzählt hast. Also, wow, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Ich würde ein bisschen Gänsehaut. Ich wiederhole mich gleich wieder mal. Ich bin wirklich tief beeindruckt, weil wie du dir diese Herausforderung angenommen hast, der halt erstmal die ganzen vier Gedanken zu den Stücken und damit hast du ja nicht den einfachen Weg gewählt, sondern wirklich den etwas schwereren. Und ich bin froh und ja, damit wurden wir als Zuhörer auch wirklich mit großartiger Musik belohnt. Ich bin tiefst beeindruckt. Danke. Auch beim nächsten Track, The Story of Hope, wie du da musikalisch die Hoffnung dargestellt hast. Obwohl die ersten Takte, die zeigen noch nicht die ganz große Hoffnung, weil es wirkt ja dann so, als ob im Laufe des Tracks sich die Hoffnung immer mehr ausbreitet, immer mehr steigert. War das auch der Hintergrund hinter diesem Stück? Also hier gab es jetzt keinen direkten Titel, der mich an was erinnert hat, aber ich musste in der Tat hier an zwei Sachen denken. Das eine ist sozusagen die Hoffnung. Also so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist ja ein sehr gespaltenes Land Amerika. Also sozusagen die Leute, die ein modernes, demokratisches Amerika sehen mit neuen europäischen und sozialen Strukturen und der tief eingesessene Süden, der sozusagen von Republikanern bedeckt ist, bloß nichts ändern. Wir lassen alles so, wie es ist. Und wenn es nach denen gehen würde, gäbe es wahrscheinlich vielleicht heute immer noch die Sklaverei. Das kann man jetzt nicht verallgemeinern, weil es natürlich im Süden, und ich kenne auch Personen, die im Süden leben,
sehr demokratisch denken, weil sie halt im Süden leben, weil sie es schön finden. Und es gibt natürlich auch im Norden Republikaner. Und auch nicht alle Republikaner sind Republikaner. Es gibt auch gemäßigte und auch sehr demokratische. Aber wir haben es alle in der Trump-Zeit erlebt, diese Zerwürfnisse. Und deswegen dachte ich auch so, nach Trump sollte mal wieder Hoffnung kommen. Das ist jetzt nicht für den neuen Präsidenten oder für dieses neue Amerika komponiert, aber ich dachte, The Story of Hope soll eben diese Hoffnung schildern, dass Amerika vielleicht auch wieder auf dem richtigen Weg ist. Und das andere, was mich ein bisschen inspiriert hat, war Minimal Music. Weil ja, The Story of Hope, das sind ja sozusagen eigentlich so aus vier Akkorden sozusagen so ein geschichtetes Thema, das bisschen so wie in einem Kanon funktioniert. Und das ist ja eine klassische Vorgehensweise bei Minimal Music. Und was ich an Minimal Music immer so toll finde, ist, du hast es ja vorher schon, Olli, gesagt, es schichtet sich und baut sich dann immer mehr auf. Eigentlich fast zu einem Rausch, kann man sagen. Das wird ein richtiger Rausch, als würde man Drogen einnehmen oder irgendetwas. Und das ist ja bei Minimal Music oft möglich, dadurch, dass sich die Musik immer wieder wiederholt und schichtet, kann sie immer größer werden und kann auch wieder kleiner werden. Deswegen auch die beiden, Violine und Bratsche, die das sozusagen anfangen und dann letztendlich wie so ein Quartett durch Cello und so weiter durchgeht. Und dann geht es durch die Farben durch des Orchesters, in den Woodwinds, in den Brasses, in den Streichern und dann auch immer das Perkussive bei Story of Hope, also dieses Temporeiche, so wie so ein Schlussakkord, wollen wir doch alle hoffen, dass diese Welt auch mit all diesen Problematiken, die wir gerade haben, auch besser werden kann. Schöner Gedanke. Ja. Ja, das war auch so ein bisschen Story, das war auch so ein bisschen der Gedanke hinter diesem Titel, ja. Ja, dann hoffen wir einfach alle gemeinsam. Ja, absolut. Hoffnung ist wichtig. Ja, sehr wichtig. Genau, wie ich schon seit Anfang der großen Krise sage, ich mag Hoffnung. Ja, da Ab und können wir, zu. glaube ich, alle drei zusammen, absolut. Sage, es ist nicht einfach, irgendwie sie zu haben bei manchen Sachen, wo ich denke, oh Gott, wie soll das eigentlich so weitergehen? Aber dann hört man wieder von irgendwelchen schönen Meldungen und denkt sich, okay, ja, Hoffnung ist da, ich mag Hoffnung. Machen wir weiter. Absolut, so sehe ich es auch. Genau, no. Aber jetzt mal ein bisschen feierlicher mit Christmas Town. Da Oh dürfen ja. natürlich die Glocken auch nicht fehlen. Und ja, amerikanische kann wohl eine Weihnachtsmusik nicht klingen. Ist es auch für dich persönlich die liebste Art von Weihnachtsmusik, so quasi Hauptsache für Glöckchen und feierlich und ach. Also interessanterweise gar nicht. Also wenn ich Christmas Town so hören würde, würde ich echt nicht freiwillig jetzt ein Weihnachtsalbum schreiben. Aber was mich fasziniert hat, war einfach immer diese amerikanischen Weihnachtsfilme, also dieses Gesamtpaket. Natürlich ein unglaubliches Klischee an Romantik, an Kitsch und alles Mögliche. Und ich bin gerne bereit, auch mal einen richtig romantischen oder kitschigen Film anzugucken. So ist es nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, zu Amerika gehören einfach Weihnachtsfilmmusiken. Die sind überall vertreten und denken wir auch an die großen Zeiten von Bing Crosby, Frank Sinatra. Alles wahnsinnig toll mit Streichern eingespielt. Ich habe gerade ein Buch gelesen über die Entstehung von White Christmas, was ich gar nicht wusste, der erfolgreichste Titel der Welt. Also da ist Michael Jackson ganz hinten. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie erfolgreich dieser Titel gespielt wird, immer noch. Und wie der entstanden ist, zum Beispiel und so weiter. Und da dachte ich einfach damals, ich muss einen Christmas-Titel schreiben. Und natürlich hat er natürlich auch die Tubular Bells drin und die Pauke und die Gran Casa und die Cymbals und das Aufgehen. Also ist alles sozusagen ein bisschen drin. Aber Christmas Town ist jetzt nicht ein ganz klassischer Weihnachtstitel für mich, also dass man die von vorne bis hinten die Assoziation hat, das ist Weihnachtsmusik, sondern
Ich habe ein bisschen mehr das Fest drumherum gehört. Also das Fest, wie eine Familie in Amerika Weihnachten feiert, mit dem großen Christmas Tree, der so viele Lampen hat, dass er fast schon umfällt. Das ist ja alles hier gar nicht so extrem in Deutschland, also wenn man das in amerikanischen Filmen sieht. Und mir war einfach wichtig, dass dieser Titel einfach eine, sag mal, klassisch strukturierte, schöne Melodie hat und an das, ja, wenn man das so nennt, an das Weihnachtsfest in Amerika erinnert. Das war mir absolut wichtig, aber wenn man jetzt sagen würde, Herr Basotti, wollen Sie ein Weihnachtsalbum schreiben? Also, wenn ich die Chance habe, dass ich noch ein paar andere Jobs davor habe, nehme ich lieber die anderen. Also, da bin ich nicht ganz so, aber wie gesagt, ich mag sehr gerne romantische Filme, gar keine Frage. Und ich habe, das wisst ihr selber, ich habe schon da und da auch mal eine richtig romantische, vielleicht auch ein bisschen kitschige Musik in meinem Leben schon geschrieben. Und deswegen ist für mich Christmas Town gehört zu diesem Gesamtpaket Amerikaner dazu, ja. Jetzt muss ich allerdings trotzdem mal fragen, also wenn du jetzt quasi mal die Möglichkeit hättest oder den Auftrag, ein Weihnachtsalbum zu schreiben, wie klänge das dann so quasi, wenn du sagst, okay, feel free, ja. Das kommt natürlich immer bei Auftraggebern an. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, dann würde ich natürlich vielleicht mich erstmal an einen klassischen Orchester-Score wagen, wie man ihn kennt. Aber mich würde interessieren, die Herausforderung eher so im elektronischen Bereich einen Weihnachtsscore zu machen. Also mit Synthesizern und mit sehr viel Rumgeschraube und Filtereffekten. Also da würde ich gerne ganz was anderes probieren. Aber ja. So ein Angebot gibt es nicht. Also ist mir noch nicht vorgekommen. Und ich habe zwei Weihnachtsfilme gemacht in meinem Leben. Interessanterweise ist einer davon auch einer meiner erfolgreichsten Fernsehfilme aller Zeiten und auch der ARD überhaupt aller Zeiten. Das ist dieser O Tannenbaum. Genau. Und ja, das ist natürlich schon ein bisschen Weihnachtsmusik im klassischen Sinne. Damals gab es überhaupt kein Etat dazu. Also das ist so ganz kleines Orchester und ja, sehr kommerziell, muss man jetzt ganz einfach sagen, war einfach so gewünscht und da muss man dann auch durch als Komponist. Ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, wir haben leider das Budget nicht, sonst würde ich sofort sagen, okay, mach mal uns eine Weihnachtsmusik, aber Ganz klar, wenn das Budget stimmt, dann würde ich natürlich im Stile von, weiß ich nicht, von Jerry Goldsmith oder von Alan Silvestri, für mich einer der ganz großen Komponisten, so in dem Bereich natürlich sowas schreiben, ganz klar. Ja, ich sag aber, wenn wir dich jetzt mal auftragen würden, so quasi mach uns mal eine schöne Synthesizer-Weihnachtsmusik. Aber sag ja, wir haben das Budget nicht, also da hilft der Cinema World noch ein bisschen. Das ist gut, okay. Ich würde es echt gerne mal hören, so quasi, wie klingt diese moderne Weihnachtsfilmmusik mit Synthesizer? Das ist irgendwie, Ja. Ja, ich meine, da muss man sich mal überlegen. Olli, du könntest dich ja auch ransetzen mit dieser Thematik. Genau, hockt euch mal zusammen. Gemeinsame Herausforderung. So, irgendwann Christian Special 2028 oder 38. Genau, Möchte ich das hören? dann haben wir schon das nächste Thema. Ah, cool. Aber zurück zu Amerikaner und Sword of the Ancestors. Da bist du auf den amerikanischen Bürgerkrieg eingegangen. Da quasi mal so ein bisschen provokantere Frage. Auf wessen Seite ist denn die Musik? Natürlich auf gar keiner. Also ich hatte mal ein Buch gelesen über den amerikanischen Bürgerkrieg und wir kennen ja auch Filme darüber aus Amerika, bekannte Filme. Hat nicht auch Oliver Stone einmal, bin jetzt nicht ganz sicher, was darüber geschrieben. Und ja, also auf keiner Seite, weil das ist ja immer noch ein wahnsinnig schweres Thema. Wer war schuld daran? Gut, also ich meine, es hat natürlich irgendwann angefangen und es ist ja bis heute noch so ein Thema der Spaltung. Also ich habe ja immer so das Gefühl, in den Zeiten, wo Trump war und wo auch so Interviews von Amerikanern im Fernsehen geführt werden, also so über so massive rechte Republikaner. Fand ich den Bürgerkrieg allgegenwärtig. Also ich habe das richtig rausgehört, dass es da Leute gab, die gesagt hat, wenn es nach mir geht, können wir sofort loslegen.
und wir machen den Norden platt und der Norden macht den Süden platt. Also das ist natürlich, das ist eine allgegenwärtige Gefühlsebene, die ich auch nicht, ich bin jetzt kein Amerikaner in dem Sinne, dass ich ein Amerikaner oder ein Amerika-Fan bin, aber ich bin natürlich ein Fan der amerikanischen Filmmusik. Und deswegen habe ich ja auch Amerikaner geschrieben. Also ich habe immer diese Musiken geliebt. Ich habe schon als Jugendlicher während meiner Schulzeit bin ich in Star Wars gegangen. Also ich war immer verrückt nach Filmmusik, aber habe relativ erst sehr spät mit Filmmusik angefangen, gegenüber anderen Kollegen, die ja 10, 15 Jahre früher als ich angefangen haben. Also der Anfang dieses Werkes hat ja so ein bisschen was Archaisches. Also es fängt relativ schnell an und saust in einen großen Rhythmus. Also es ist so wie eine Einleitung sozusagen, dass die Truppen des Nordens und des Südens schon bereitstehen in Amerika sozusagen gegenseitig zu kämpfen. Und deswegen habe ich auch dieses Cello-Thema. Also das ist auch so ein bisschen drumherum. Es wird ja auch am Ende sehr ruhig, das Stück. Und irgendwann ja war ja auch dieser Krieg zu Ende und die Schlacht zu Ende und jede Schlacht hört irgendwann in Ruhe auf. Mhm. Und plötzlich sind die Leute erlöst und sagen, es ist endlich vorbei. Das war auch für mich so ein Ruhepol musikalisch, das am Ende mit diesem fast klagenden Solo-Cello diese Musik zu erzählen. Und es war für mich ganz wichtig, dass diese Geschichte Amerikas auf diesem Album muss erzählt werden, also musikalisch zumindest. Ich meine, das ist nicht wegzudenken. Das war in dieser jungen Geschichte Amerikas, darf man aber nicht vergessen, so alt ist Amerika nicht, war das ein ganz schlimmer Tiefpunkt des Landes und vor allem also der amerikanischen Bevölkerung. Wir sprechen ja jetzt hier nicht von einem Auswärtskrieg, sondern sozusagen wirklich von einem Bürgerkrieg, wie es ja auch in Spanien war damals und so weiter. Und deswegen, deswegen wollte ich eben musikalisch diese Geschichte erzählen zwischen Süden und Norden. Und ob Süden oder Norden, das ist nicht wesentlich in der Musik, sondern wichtig ist halt einfach die Stimmung, die ich damit simulieren wollte, zeigen wollte. Mhm. Ja, und die Ruhe kommt meist eher von den Gedanken, endlich ist es vorbei, ja, und dann ist es auch egal, ob auf welcher Seite du gestanden bist. So sehe ich es auch, genau. Ja, danach kam dann die Hollywood Symphony, das Grand Finale. Ich fühle mich da ein bisschen an die 90er erinnert musikalisch. Ist auch eine Zeit, die du vermisst, oder? Also, es war für mich immer klar, wenn ich jetzt 12 Werke habe, ein Werk, das sollte natürlich Hollywood sein. Wenn ich Amerikaner erzähle, ist Hollywood aus den 20er Jahren, ist ja so ungefähr so entstanden oder ein bisschen davor, sollte erzählt werden. Und dann dachte ich auch, ja, mein Gott, Hollywood kannst du in verschiedenste Richtungen erzählen. Und Hollywood verbindet man immer mit großen Filmen, mit Glamour, mit Weltstars. Da ist ja auch der Titel Stars entstanden. Es hat eine lustige Assoziation, dieser Titel zunächst, weil ich hatte noch keinen Titel und auch keine Idee zu Hollywood-Symphonie. Ich hatte einen Titel in der Schublade, ich hatte, glaube ich, ein, zwei Titel in der Schublade, die haben es aufs Album nicht geschafft, weil sie mir dann persönlich doch nicht so gefallen haben. Und die habe ich auch nicht zu Ende geschrieben. Aber ich hatte einen Titel, an dem ich lange rumgebastelt hatte. Und da habe ich gesagt, ja, ich möchte eigentlich eher was so ein bisschen wie James Bond am Anfang. Und ich habe dann angefangen zu schreiben und war völlig fasziniert. Und nach 2 Tagen habe ich plötzlich aufgehört zu schreiben, dachte ich, Marcel, James Bond, das ist ein englisches Thema. Das hat nichts mit Amerika zu tun. Das geht nicht. Ich hatte mal, ursprünglich hieß sogar mal der Titel Bondomania, sozusagen. Und dann habe ich angefangen, den Titel umzuschreiben musikalisch. Also ich habe dann begonnen, also diese Fanfare, ganz am Anfang, die steht so ein bisschen noch für diesen Bond-Sound, aber steht auch schon sozusagen für so eine klassische Fanfare. Wir kennen alle die großen Logos von Paramount und von Warner und von Fox. Fox, genau, die große Fox-Hymne und so weiter. Ich durfte ja selber mal für Concorde, also für den internationalen Filmverleih, auch mal eine Hymne schreiben. Also das schreibt man immer gerne mal. Aber
Das hört ja relativ schnell auf. Also nach, schlag mich tot, nach ungefähr einer halben Minute ist ja sozusagen diese Fanfare zu Ende. Dann geht es ja eher in einen elegischen Teil. Und dann geht ja eigentlich diese Rhythmussektion erst los. Also so gegen Mitte des Stückes fängt es ja an, dann rhythmisch zu werden und fast ein bisschen wie so ein Marsch nach vorne treibend. Und zum Ende öffnet sich der Titel halt so in diesem gnadenlosen Hollywood. Also wir haben alle schon Hollywood-Dokumentationen gesehen und ich weiß das auch aus der Filmszene. Also ich kenne ja auch ein paar Schauspieler. Also ein Schauspieler lebt irgendwie nie in seiner Welt. Also in der normalen Welt, sondern immer nur in der Welt sozusagen der Filme. Und manchmal, wenn du dich mit dem Schauspieler triffst, dann denkst du dich, du triffst dich gerade mit dem in seiner letzten Rolle oder in seiner jetzigen Rolle. Aber selten sind die Leute so wirklich auf dem Boden. Also empfinde ich so. Und deswegen dachte ich, Hollywood ist einfach ein Riesenrausch von Emotionen, von Fanfaren, von Trauer, von Verliebtsein, von Romantik, von Kitsch, von Klischee, aber auch von harter Arbeit, ein Star zu werden, ob das jetzt ein Komponist ist oder wie Nicolas Roschka damals oder ein Schauspielstar oder ein Drehbuchstar, völlig egal. Hollywood Symphony sollte eben, deswegen auch Symphony, sollte wie so eine Symphonie ist, also die sozusagen aus mehreren Teilen besteht, sollte so eine kurze, vierminütige, ich glaube, so lange ist der Titel in etwa, Geschichte über Hollywood erzählen. Aus meiner Sicht, wie ich Hollywood empfinde. Und deswegen, ja, es ist so ein Titel, wenn ich jetzt, glaube ich, kompositorisch was rauspicken würde, ist es einer der Titel, die mir persönlich besser gefallen. Aber auf dem Album wollte ich ihn als allerletztes haben, weil er für mich die Geschichte dieses Albums zu Ende erzählt. Also es ist so ein Punkt. Das heißt, mit dem letzten Fortissimo Schlussakkord hört auch dieses Album auf und dann ist Ruhe. Ja, so. Wow. Genau, und deswegen Hollywood Symphonie zum Schluss. Damit ist dann die Symphonie auch beendet, genau. Es heißt ja auch Americana, Journey of a Symphonic Cycle, das ist sozusagen der Untertitel für dieses Album. Und genau, also sozusagen so eine Geschichte eines symphonischen Zyklus, natürlich aus Amerika erzählt und aus der amerikanischen musikalischen Sichtweise erzählt, ja. Wow. Genau. Und deswegen endet es damit auch. Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, das muss jetzt der letzte Titel sein. Da gibt es jetzt keinen Titel 13 oder 14 mehr, jetzt ist für mich die Geschichte persönlich zu Ende erzählt. Erinnert ein bisschen an die Endcredits von einem Film, wenn dann Ja. da ist er meist auch so, ja, Suite oder Genau. halt Symphonie halt, wo dann alle Genau. zusammenkommen, dann wusch, dann vorbei ist. Genau. Hätte ich auch Endcredits nennen können. Genau, Endcredits. Aber ich glaube, es gibt einige Titel, die heißen Endcredits. Oder auf Elfman irgendwie der Grand Finale, sowas, oder wie heißt es noch? Ja. Oder Final Confrontation. Nee, Ja. Hollywood Symphonie ist schon ein passender Titel. Ja, finde ich auch. Ich dachte, ich muss richtige Titel geben. Und es ist ja immer so, wenn man recherchiert und man guckt mal nur auf Spotify Hollywood Symphonie, dann kommen 16 Titel, die so heißen. Also da wusste ich immer, das hat jetzt keinen Sinn, etwas zu erzählen, wie so auf modernen Elektro-Dingern 17.SLTV. Heißt der Titel oder sowas, sondern oder Fantasy-Namen. Das hatte ich mir auch eine Zeit lang überlegt, so reine Fantasy-Namen, so ein bisschen wie bei Transpicious. Da gibt es ja so ein paar elektronischen Titel von mir, die haben einfach Fantasy-Namen. Nein, ich wollte einfach das Klassische erzählen und dass auch die Leute, wenn sie zum Beispiel American History lesen, dann weiß man ja schon so ungefähr, was könnte einen vielleicht zumindestens emotional erwarten. Und deswegen sollten die Titel auch immer eine Bedeutung haben. Aber zum Beispiel bei Rocky Mountain Sky könnte man auch sagen, an American Eagle hätte auch das ähnliche Gefühl musikalisch erzählt. Genau. Gut, ich meine, jetzt hätte es auch machen können, so wie, keine Ahnung, Michael Giacchino zum Beispiel, dann irgendwelche komischen Scherzchen in die Musik einbaut oder Ja, in die Tracks, also. genau. Das könnte man auch machen, ja.
Aber nee, es war schon eine richtige Entscheidung, hier ernsthafte Track-Titel zu nehmen, denn du erzählst ja auch ernste Geschichten mit diesen Tracks und daher war es schon die richtige Entscheidung. Ja, und es ist ja auch jetzt gegenüber, es ist ja kein Sound, also es ist musikalisch natürlich ein Soundtrack, aber es ist ja eigentlich einfach ein klassisches orchestrales Soloalbum. Ich hatte heute ein Gespräch mit der Preis der Schallplattenkritik, weil die meinten, ich sollte es einreichen, die Musik. Und dann haben die auch erst überlegt, ja, wo reichen wir denn das jetzt ein? Weil die haben ja verschiedene Sparten. Die haben ja Contemporary, New Classics, dann haben sie Soundtrack, dann haben sie so. Und dann haben die auch zu mir gesagt, ja, aber Herr Basotti, das klingt ja eigentlich alles danach. Und jetzt habe ich entschieden, ich reiche in allen Kategorien ein. Die können sich selber, also man kann nicht in zwei Kategorien gewinnen, aber ich reiche es in alle drei ein, weil alle Kategorien sind berechtigt und die Jury entscheidet, ich habe ja schon mal den Preis der deutschen Schallplattenkritik vor 12 Jahren mit Päpstin gewonnen. Und das ist so der renommierteste Preis Deutschland, weil dieser Preis ist wirklich auf die Musik ausgerichtet. Also nicht auf den Film. Da geht es immer sozusagen zu zeigen, wie man, es ist kein Soundtrack Award, so wie andere halt. Und ja, und da dachte ich auch irgendwie, ja, ich könnte es selber schlecht einordnen. Es ist auch Contemporary, es ist auch in dem Sinne New Classics ein bisschen. Es ist Filmmusik, es erinnert an einen Soundtrack. Lustige Anekdote dazu, vor nicht allzu lange Zeit, vor ein paar Wochen, wie ich angefangen hatte, die erste Single zu veröffentlichen, hatte mich ein Filmmusikfan kontaktiert. Er sieht nirgends, wann dieser Film Americana kommt. No. Und dann dachte ich, okay, ich habe mein Ziel erreicht. Und das ist genau, was die Leute denken. Die denken, ich hätte eine tolle Musik zu Americana geschrieben und den gibt es halt nicht. Deswegen, das ist halt das Album. Und das fand ich irgendwie sehr witzig. Wobei jetzt quasi auch die nächste Frage passen würde. Welchen Regisseur müssen wir bestechen, damit er einen Film macht, zu dem diese Musik passt? Oder allgemein ein Western inszeniert, wo du dann die Musik schreibst, genauso. Ja, es wäre, also grundsätzlich ist es natürlich, wäre es natürlich schön, wenn sich jemand dazu melden würde. Das war jetzt nicht die Intention, ich habe das jetzt für mich geschrieben. Aber in der Tat ist es lustig, vor 4 Wochen hat ein amerikanischer Regisseur aus Kalifornien angerufen für einen nächsten Film nächstes Jahr. Der hatte den ersten Titel gehört, Deep Wild West, und hat gesagt, wow, dass man auch in Europa so Komponisten gibt, die sowas schreiben. Also es ist, man sieht ja immer also wieder ein bisschen diese Vorurteile. Ja. Wir können nichts, wir Deutschen, dabei bin ich ja jetzt Schweizer, aber es ist ja wurscht, ich lebe in Deutschland. Und ja, das war total super, da habe ich gesagt, ja, wahnsinnig gerne. Er macht allerdings keinen Western, sondern macht eigentlich einen Horrorfilm. Aber ob ich Interesse hätte, dann habe ich gesagt, ja, natürlich gerne. Also ob jetzt Horror oder Drama, also ich bin da relativ ungebunden. Und er fand einfach diesen Sound so toll und meinte, ob man diesen Sound in einen Horrorfilm orchestral transferieren könnte. Und das Lustige ist, dass auch ein Schweizer Regisseur, das ist erst 2 Wochen jung, auch nur ein Angebot, aber noch keine Verbindlichkeit, der dreht nächstes Jahr in Kroatien einen Western. Ah, oh. Und wow. Das ist das Lustige und da habe ich gedacht, ja, das wäre natürlich super, dann könnte man sozusagen diese Story fortsetzen. Welcher Regisseur, klar Anne, ich nehme jeden großen oder bekannten oder einfach Enthusiasten. Natürlich wäre mir am liebsten ein Regisseur aus Amerika, aus dem Ausland, nicht weil unsere Regisseure so gut sind, aber die machen halt solche Geschichten. In Deutschland gibt es einfach also es gibt einfach nur wenig Filme, weißt du, und selbst so ein Komponist wie Ralf Wengmeier, hätte der nicht Bulli und vielleicht ein paar Regisseure, die solche Filme machen würde, dann würde Ralf Wengmeier eigentlich gar nichts machen. Genauso wie ich damals mit Päpstin. Also wir haben halt einfach nicht die Möglichkeiten, so tolle thematische Filme zu machen, wie Western, Horror oder was auch immer, oder im Action-Milieu. Wir haben auch nicht die Etats dafür, aber der absolute Traum wäre natürlich, dass sich irgendjemand meldet und sagt, wow, Amerikaner, das finde ich super, können wir was in der Richtung machen. Das wäre natürlich ein
ein Riesenwunsch an das kommende Jahr. Ja. Ohne Corona. Also, dass man auch dann die Möglichkeit hat, wieder zu reisen und auch ein bisschen die Leute persönlich kennenzulernen. Also quasi, wenn jetzt Spielberg anrufen würde und sagt, er verfilmt jetzt quasi Red Dead Redemption, du bist dabei. Nö. Was will der? Kenn ich nicht. Okay, der sozusagen seinen Komponisten künstlerische Freiheit überlässt. Nee, Ja, keine Chance. Nein, also es gibt einfach Regisseure, die bleiben bei ihren Komponisten und das ist auch gut so. Und ich habe ja auch lange mit Sönke gearbeitet. Gut, jetzt arbeitet jemand anders mit ihm oder wieder jemand anders. Das ist aber auch so ganz normal im Milieu. Aber ja, sagen wir mal so, wenn es ein Regisseur geben würde, der auch die Intention hat, wie damals ein junger Spielberg zu Zeiten noch so von seinen ersten Filmen, wo es noch gar nicht viel Musik gab oder gar keine Musik manchmal gab, der den Enthusiasmus hat, solche musikalischen amerikanischen Filmmusiken, wie sie auf Amerikaner drauf sind, so auch zu erzählen, seinen Film. Das wäre toll. Genau. Also das wär natürlich eine schöne Herausforderung, weil wenn jetzt, klar, auch wenn jetzt jemand anruft und sagt irgendwie wahnsinnig, ich finde Amerikaner toll, ich mache aber, könnten Sie auch was Elektronisches schreiben? Natürlich kann ich was Elektronisches schreiben, aber das wäre nicht die Intention, genau. Okay, wir müssen einen Regisseur finden, der coole Geschichten erzählen kann und ein cooles Etat hat. Okay. Absolut. Kann man bitte jemand Spielberg klonen? Und über die Beteiligten und Tantiemen reden wir dann später. Genau. Wir Ich bin überlegen immer, mal. genau, ich bin immer offen für sowas, genau. Was wir irgendwann Aber finden, dann vermitteln wir, genau. ja, wenn wir schon mal dabei sind, was bringt die Zukunft für dich? Nun gut, also ich habe ja jetzt sozusagen Amerikaner erst vor kurzem abgeschlossen und jetzt läuft bis Anfang November die Werbekampagne fürs Album. Also da habe ich noch sehr viel zu tun und noch sehr viel zu machen und das macht auch irre groß Spaß. Jetzt ist erstmal, gibt es jetzt erstmal zwei Premieren zu meinem neuen Film Klabautermann von Anke Sewenich. Das ist eine Schauspielerin, die das Fach gewechselt hat. Das ist ihr Debütfilm als Regisseurin. Und da ist jetzt demnächst in Frankfurt und in Hof Premiere. Der Film ist auch schon nominiert zum Hessischen Filmpreis. Also insofern macht er so gerade seine Runde. Und jetzt beginne ich im November, Dezember sozusagen mit dieser Musik zu werben. Das ist ein rein elektronischer, fast Sound-Design-Score. Also da geht schon, es geht jetzt nicht in die Richtung wie Dune, aber ich würde mal sagen, das ist sehr, sehr experimentell und ist einfach mit solchen Synthes da wie im Hintergrund aufgenommen und viel geschraubt worden und da erzähle ich eine ganz andere musikalische Sprache. Das ist ja eher ein Drama, dieser Film, mit einem leicht komödiantischen Wert. Und ja, jetzt wäre für nächstes Jahr wären eben diese beiden Filme geplant, der Horrorfilm und der Western. Das ist jetzt gerade so in der Entstehung. Und ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Es gibt mehrere kleine Projekte, auch sowas. Ich mache auch gerade was mit den Fanta 4, aber nicht so, wie ihr euch das jetzt so vorstellt. Also es ist ein bisschen andere Thematik, die ich hier mache, aber auch das ist ein Projekt, das ist mal ein bisschen so ein Outstanding-Projekt. Ich habe ja jetzt sehr viel mit diesen Filmmusic-Coachings angefangen. Das habe ich einfach in der Zeit von Corona genutzt, weil man sich nicht mehr treffen konnte. Das heißt, also es gibt jetzt sogar die Möglichkeit, eine Art Filmmusikstudium bei mir absolvieren, in dem sozusagen die Coaches verschiedenste Module bekommen des Komponierens. Das kann man richtig ausdehnen. Es gibt also 18 verschiedene Module, die ich entwickelt habe. Und man kann, also ich habe jetzt so ungefähr 12 bis 14 Coaches und das sind in unterschiedliche Entwicklungen, sehr junge, talentierte und auch ältere, talentierte Komponisten. Das ist etwas, was ich immer schon machen wollte, hatte nicht so die Zeit dafür. Das mache ich auch viel. Ich bin auch in Planung eines neuen Albums. Da bin ich gerade so kurz vor Start. Ja, und dann mal gucken, was jetzt mit Klabautermann und mit all diesen Filmen passiert. Mit der Regisseurin ist für nächstes Jahr ein Kinoprojekt auch geplant mit Anke Sewenich.
Das ist aber gerade in der Förderungsphase. Das heißt, da müssen wir erstmal die finanziellen Mittel durchkriegen. Also es ist viel Bewegung, noch nicht ganz Konkretes, aber viel zu tun. Ja. Also wird es quasi nicht langweilig so die nächste Zeit. Nein, nein. Also ich glaube, mir wird es nie langweilig. Ich bin so Schön. untriebig und unruhig und ständig was tun. Also Langeweile bedeutet für mich immer Depression und oh, das ist gar nichts für mich. Ich brauche immer irgendetwas drumherum, auch in diesen, gerade jetzt so in diesen Winterzeiten, wo es so lang dunkel ist. Das ist nicht so meine Welt. Ich würde lieber in Kalifornien leben, wo es immer hell ist. Deswegen, irgendwas gibt es immer zu beschäftigen. Und ich möchte auch noch ein bisschen so im richtig elektronischen Synthesizer-Bereich ein bisschen was machen. Da habe ich auch gerade so ein paar Ideen. Bin gerade mal wieder so auch nicht orchestral unterwegs. Cool. Wollte sagen, das war's an unsere Fragen. Okay. Auch schon mal, ich sage von meiner Seite aus, ja, genau. Vielen Dank für deine Zeit, das tolle Interview. Auch mir. Bitte, bitte, danke. Also auch von meiner Seite ganz toll, Anne und Olli, ihr habt das ganz super gemacht. Ich habe mich echt aufgehoben gefühlt und freue mich immer, mit Filmmusik-Enthusiasten sich unterhalten zu können über Gott und die musikalische Welt. Dankeschön. Danke euch auch, ja.